Willkommen, liebe Freunde aus nah und fern bei X-Train24, Ihrer Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. Tja, heute ist bei uns im Studio ein Päckchen angekommen. Hier ist es und wie man unschwer erkennen kann, von Faller. Denn ich habe vor, Ihnen wieder einen kleinen nützlichen Helfer für den Modellbau vorzustellen. Und er ist auch sofort bei uns zu haben. Es ist das Faller Mini Heißluftgebläse mit der Artikelnummer 170555. Ja, und so kommt das Gebläse zu Ihnen nach Hause. Ja, und bevor wir es benutzen können, liebe Freunde, muss es natürlich erstmal aus der Verpackung raus. Also machen wir jetzt ein Unboxing. So, das Gebläse wird in einer sogenannten Kunststoff-Blister-Verpackung angeliefert, ist auch sicher und gut verpackt. Und nun wollen wir mal reinschauen, was alles drin ist. Das ist eine Klapp-Blister-Verpackung, so wie es aussieht. Ah, hier kann man den Rand etwas öffnen. Zack, zack, zack. Und noch einmal muss es knacken. So, dann haben wir sozusagen schon mal die Verpackung geöffnet. Das Gerät ist hier. Und wir haben hier auch ein kleines Tütchen und eine Bedienungsanleitung und natürlich auch Sicherheitshinweise, die Sie bitte sich vorher mal vornehmen und auch ordentlich durchlesen. So, da ist es. Gut, lege ich mal beiseite. In dieser Kunststoffverpackung ist ein Handschuh. Nicht, dass Sie denken, dass Sie frieren. Nee, nee, ist ja ein Heißluftgebläse. Also, das ist unter anderem ganz wichtig, dass Sie den Gegenstand, den Sie bearbeiten möchten, auf der einen Seite mit diesem Handschuh anfassen und auf der anderen Seite mit dem Gebläse arbeiten. Und wie es schon der Name sagt, es kommt sehr heiße Luft daraus. Also ist so ein Sicherheitshandschuh, so ein Wärmeschutzhandschuh schon mal was ganz Genaues. Gut nachgedacht dazu, das finde ich in Ordnung. Ja, und das Gebläse selbst kann man also befreien. Hier hinten sind nochmal ein paar technische Daten drauf notiert, was man alles damit machen kann. Kaschieren von Weißbruch an Kunststoffspritzlingen, Farben, Klebstoff und andere Materialien schneller trocknen. Einfaches Verschrumpfen von Schrumpfschläuchen, leichtes Handling und Platzsparen durch kompakte Bauformen mit integrierten Ständer, hitzebeständiger Handschuh beiliegend. Das haben wir gerade ausgepackt. So, das lege ich auch mal beiseite. Ja, und dann wollen wir uns doch mal diese Dinge, die eben hier in der Beschreibung standen, doch mal vornehmen. So, jetzt muss ich versuchen, hier dieses Gerät aus der Verpackung. No, das ist jetzt etwas hakelig. Es erfordert schon etwas kräftiges Zupacken. Ja, und schon haben wir das Gerät aus der Blisterverpackung befreit. Ich würde sagen, es liegt gut in der Hand. Und hier sieht man auch den eingebauten oder angebauten Ständer für die Ablage des Gerätes. Das finde ich auch sehr gut, weil man kann ja manchmal mit zwei Händen irgendwas mit dem Gebläse bearbeiten wollen. Also ist das schon mal eine tolle Sache. Sie haben also hier um den Heißluftaustritt nochmal eine Kunststoffhülle drüber, damit Sie nicht aus Versehen an dieser heiße Geschichte packen. Ja, dann haben wir hier hinten einen ganz normalen einstufigen Ein- und Ausschalter. Und das Ganze endet dann hier an dieser Netzschnur mit einem kleinen schmalen Stecker.
Und das kennen Sie sicherlich auch schon vom Auspacken, liebe Freunde, dass hier also erstmal das Ganze mit einem Draht zusammengerödelt ist. Ja, und dann gucken wir mal, wie lang das ist. Oh ja, sollte ausreichend sein, die Länge, um also auch hier gut hantieren zu können. Wie in einem guten Kochstudio, liebe Freunde, habe ich natürlich auch schon eine Steckdose mitgebracht. Dann wollen wir mal horchen, ob es auch funktioniert. Also ich hatte es, wie gesagt, vorher noch nicht ausgepackt. Wir gucken mal. Ah, ja, klingt wie ein Föhn. Ja, die Luft ist schon ganz ordentlich in der Entfernung. Schon, ja, also wird schon fast unerträglich. Also schauen wir mal, was das Ganze uns jetzt bringt. Ja, soweit zum Unboxing dieses Gerätes. Und jetzt möchte ich Ihnen einfach mal ein paar Anwendungsmöglichkeiten demonstrieren. Was machen wir also beispielsweise als erstes? Was stand auf dem Zettel? Das Glätten von Spritzlingen von diesen weißen Schnittkanten. Ich zeige Ihnen das jetzt mal. Moment, ich lege das mal ab und ich suche mir einfach mal ein geeignetes Objekt. Das ist aus dem Faller Baukasten Miniaturwelten der Extraklasse. Hier ist alles drin, kann ich Ihnen auch noch mal zeigen. Das ist also ein kleines Set mit einem Bahnhof. So. Den habe ich noch nicht ganz fertig gebaut zu Hause und deswegen kann ich Ihnen das also auch anhand dieser originalen Bauteile auch zeigen. Sie sehen ja, hier nochmal, ich zeige es ins Bild, an den Spritzlingen hier ist also, wie gesagt, das Bauteil an mit einer entsprechenden Zange löse ich das Bauteil von dem Spritzling ab. Und dann sieht man natürlich hier oben immer an den Schnittkanten bleibt immer so ein weißer, hässlicher Rand übrig. Und das ist also eigentlich bei vielen Teilen so. Das wollen wir so nicht haben. Selbst wenn ich das jetzt mit dem Messer, mit dem Bastelmesser noch ein bisschen glätte, es ändert nichts an der Tatsache, liebe Freunde, es bleibt weiß. So, und verspricht ja Faller. So, jetzt verspricht ja Faller, dass mit diesem Gebläse hier sozusagen dieser weiße, hässliche Rand verschwindet. So, nun machen wir das mal ganz vorschriftsmäßig. Wir ziehen uns mal den Handschuh an. Also ich habe relativ große Hände, ja. So, und dann will ich mal gucken, dass ich in diesen Handschuh reinkomme. Jawohl, passt also wunderbar. Ja, und das ist der erste Arbeitsschutzhinweis für Sie. Bitte ziehen Sie, vor allen Dingen diejenigen, die auch sehr empfindliche Hände und sehr empfindlich auf Temperaturen reagieren, unbedingt diesen Handschuh an. So, und dann nimmt man einfach jetzt dieses Teil in die Hand. Ja, es ist ein bisschen unglücklich, es ist dunkelbraun und der Handschuh ist schwarz, aber wir werden gucken, dass wir das auch hinkriegen. So, jetzt gucke ich mir an, wo ist diese weiße, hier ist diese weiße Schnittkante und dann ist ein bisschen laut, gehe ich rüber. So, und da ist es schon passiert. Ich halte es mal ein bisschen näher ran. Es ist also makellos. Ich versuche es jetzt gleich nochmal mit einem etwas helleren Teil. Ich gebe zu, das war jetzt etwas unglücklich gewählt, aber das macht nichts. Wir haben ja noch genug helle Teile da. Bei dem Grauen ist das jetzt nicht so glücklich hier. Wir nehmen mal diese hellbraunen Teile. Also auch hier zeige ich Ihnen das nochmal. Wir trennen also das Bauteil von dem Spritzling ab. Zack. So, das ist schon etwas besser. Es ist also hellbraun. Und da hat man hier oben diese hässliche Abtrennkante, die dann immer weiß ist bei den Kunststoffspritzlingen, ein bisschen sauber machen. So, ein bisschen glätten. So, nun sehen wir natürlich hier oben, es ist weiß und das kann man mit dieser Pistole wunderbar wegmachen. Ich zeige es Ihnen in die Kamera, da eine wunderschöne glatte
braune Fläche. Also das ist schon mal ganz toll gelungen. So, die zweite Anwendungsmöglichkeit ist der Schrumpfschlauch. Ich weiß, ich höre es jetzt schon im Hintergrund, man kann es auch anders machen. Sicherlich kann man das auch mit einem Feuerzeug machen, aber ich denke, dass das mit diesem Heißluftgebläse etwas schöner, gleichmäßiger wird. Und wer schon des Öfteren mit einem Feuerzeug einen Schrumpfschlauch bedient hat, weiß, dass man das auch ganz schnell abbrennen kann. Ist, glaube ich, nicht so ideal. Ja, Schrumpfschlauch, wo wenden wir das an? Zum Beispiel, wenn ich zwei Drahtlitzen sozusagen verbinden muss und diese Drahtenden abisolieren muss. So, zur Demonstration. Diese beiden Drahtenden will ich also jetzt miteinander verbinden. Gut, zuerst muss es natürlich abisoliert werden. Ich mache das jetzt mal ganz unkonfessionell. So, zack und zack. Nun haben wir natürlich ein Problem. Wir können nicht mit dem Heißluftgebläse löten. Und da kann ich Ihnen gleich nochmal, was wir eigentlich schon vor längerer Zeit mal gemacht haben, ebenfalls ein nützliches Bauteil aus dem Hause Faller vorstellen, nämlich dieses 3-in-1-Gerät. Die einen oder anderen werden sich noch daran erinnern. Es ist sozusagen ein mobiles Gerät. Ich habe Ihnen das nochmal mitgebracht. Ich zeige Ihnen das auch nochmal in die Kamera. Das ist einfach so ein einfacher Griff. Und für diesen einfachen Griff gibt es natürlich jetzt einige Anbauteile, unter anderem auch einen Lötkolben. Das fand ich immer ganz praktisch, liebe Freunde. Kommt gleich dazu. Ich zeige Ihnen nochmal, wie das gemacht wird. Das wird hier aufgesetzt, eingerastet und es ist eine Art Bajonettverschluss und schon habe ich den Lötkolben fertig. Ja, ein bisschen Lötzinn habe ich auch dabei. Und ja, dann kann ich Ihnen das noch mal kurz erklären in der Zeit, wo das Gerät aufheizt. Dieses Gerät 3-in-1 ist eine praktische Ergänzung oder umgekehrt für das mobile Arbeiten an der Anlage, unter der Anlage oder ich muss mal schnell was reparieren, liebe Freunde. Also klappt das mit diesem 3-in-1-Gerät ganz wunderbar und ich habe es auch schon sehr oft benutzt. Sie sehen es ja auch schon an der etwas ledierten Spitze. Es ist also, wie gesagt, eine tolle Sache und ich würde sagen, auch hier hat es den Test bestanden. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Lötzinn dran. Aufgeladen wird das übrigens, dieses 3-in-1-Gerät mit einem USB-Kabel, ist also kein Problem. Ich tue jetzt mal hier ein bisschen verzinnen, die Enden, die miteinander verbunden werden sollen. So eine kleine praktische Vorführung gleich nochmal von dem Gerät. Haben wir natürlich auch in unserem Shop im Angebot. Können Sie also jederzeit sich nochmal angucken. Auch das damalige Video, was wir dazu gedreht haben. So, jetzt verbinden wir die beiden Enden mal zusammen. So, jetzt verbinde ich die beiden Enden. Nochmal ein bisschen Lötzinn dran machen. So, also ab geht die Waldfee. So, es ist verbunden. Also hier nochmal war so eine kleine Nachlese zu diesem 3-in-1-Gerät von mir. So, jetzt haben wir das verbunden und es soll ja auch nicht jetzt Kontakt mit irgendwelchen anderen Sachen kriegen. Also kommt jetzt die Schrumpfschlauchlösung zur Anwendung. Ich habe also hier mal ein paar mitgebracht. So, und damit das also jetzt keinen elektrischen Kontakt, Fremdkontakt mit anderen Dingen kriegt, werden die beiden geläuteten Enden hier rein. So,
Und immer dran denken, den Handschuh, ja, diesen Schutzhandschuh. So, und damit sind wir eigentlich fertig. Der Schrumpfschlauch ist dran. Und wie gesagt, ohne die Feuerzeuglösung zu brennen. Und ich glaube, das ist auch besser und sicherer. Und wie gesagt, nicht vergessen, immer diesen Handschuh anzuziehen. Das ist also jetzt die Schrumpfschlauchlösung. Ja, was können wir noch machen? Styropor. Jeder kennt es. Ich zeige es Ihnen mal in die Kamera. Wir haben für den Modellbau, für den Anlagenbau brauchen wir ja auch solche Styropor-Sachen. Und da ist immer an der Schnittkante das immer ganz, ganz, ganz hässlich. Es bröckelt wie verrückt, also so richtig sauber kriegt man das gar nicht hin. Und wenn man es dann mal irgendwann geschnitten hat und einbauen wollen, dann krümelt das einfach weiter. Unerhört, würde ich sagen. Aber auch hier kann man mit Hilfe dieses Gebläses diese Schnittkanten wunderbar glätten und versiegeln. Sehen Sie, da ist es fertig. Es krümelt im Studio und damit ist also sozusagen hier oben diese Oberfläche fest, krümelt nichts mehr. Das sind also zum Beispiel diese Anwendungsmöglichkeiten. So, was haben wir denn noch? Ja, jetzt greife ich mal auf einen kleinen Film, den wir von Faller bekommen haben, zurück. Denn mangels geeigneten Bastelobjekten im Studio wird uns also das nächste Beispiel der Modellbauer von Faller zeigen. Eine klassische Anwendung ist das Biegen von Kunststoffteilen oder Rundbögen, wie beim Bau dieser Brücke hier. Ja, und mit dem Heißluftgebläse ist das Ganze ein Kinderspiel. Oder zum Beispiel auch hier bei den Figuren, auch von den Faller-Figuren. Durch Erwärmen kann ich beispielsweise die Beinstellungen oder auch Armhaltungen verändern. Und dadurch bekomme ich dynamische Bewegungen hin und schon muss die Figur nicht einfach nur so rumstehen auf der Anlage. Ja, und zum Schluss, liebe Freunde, wer kennt nicht dieses Problem? Klebertube. Lange nicht mehr benutzt. Ärgerlich sind dann immer die Verstopfungen der Dosiernadel durch Klebereste. Ja, und mit dem Gebläse bekommen Sie auch hier ganz einfach die Nadel wieder frei. Ja, und auch das möchte ich Ihnen jetzt mal demonstrieren. Also wie gesagt, hier kommt nichts mehr raus. Können Sie drücken, wie Sie wollen. Also was machen wir da, liebe Freunde? Ich lege mal ein bisschen was drunter. Möchte ich gerade den Studiotisch versauen. So, mit dem Gebläse bearbeite ich einfach jetzt diese Nadel. Und nach wenigen Ja, sehen Sie es, jetzt ist die Nadel wieder frei und ich kann meine Klebetube wieder verwenden. Ist auch etwas ungefährlicher als die Feuerzeuglösung, muss ich wirklich sagen. Also, damit habe ich Ihnen ein paar Anwendungsbeispiele dieses Heißluftgebläses von Faller mal zeigen können, liebe Freunde. Ich halte das noch mal in die Kamera. Ich finde es also einen wunderschönen, nützlichen Helfer, mit dem man so allerlei Sachen machen kann. Ich lese Ihnen das auch gerne noch mal vor. Ich habe Ihnen ja nur einen Teil der Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt. Man kann natürlich noch viel, viel mehr damit machen. Ganz klar, Kaschieren von Weißbruch an Kunststoffspritzlingen, das habe ich Ihnen vorgeführt. Farben, Klebstoffe und andere Materialien schnell trocknen,
Gut, das habe ich jetzt nicht gemacht, das kann sich aber jeder vorstellen. Einfaches Verschrumpfen von Schrumpfschläuchen habe ich Ihnen gezeigt. Ja, und was haben wir noch? Leichtes Handling und Platzsparen durch kompakte Bauform. Kann ich nur bestätigen. Also ein Blick gut in der Hand, gutes Gerät zum Arbeiten. Sie haben es auch gesehen. Mit integrierten Ständer. Ja, und ein hitzebeständiger Handschuh ist beiliegend, den ich jetzt wieder ausziehen möchte. Ja, ein bisschen ziehen, dann kriegen wir das auch wieder hin. So, liebe Freunde, was sagen Sie nun? Hat es Ihnen Spaß gemacht? Also, ich fand es ganz große Klasse, mit diesem Gerät zu arbeiten. Und wenn Sie sich dafür entscheiden, werden Sie mit Sicherheit dasselbe feststellen, liebe Freunde. Auch Ihnen wird das Ganze viel Spaß machen. Ja, das war's für heute mit der Präsentation des Faller Mini Heißluftgebläse. Und dieses Gebläse ist unter der Artikelnummer 170555 zu haben und kann schon in 1 bis 3 Werktagen bei Ihnen zu Hause auf dem Basteltisch landen und für große und kleine Bastelarbeiten eine gute Hilfe sein. Ich wünsche Ihnen jedenfalls jetzt schon viel Freude damit. Und liebe Freunde, wenn Sie generell keine Neuheiten mehr verpassen wollen, biete ich Ihnen heute unser kleines X-Train 24 Helferlein an, nämlich den kostenlosen Newsletter. Da verpassen Sie garantiert keine Tipps und Angebote mehr. Für weitere Videos rund um unsere Hobby-Modellbahn empfehle ich Ihnen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren, denn bei mir sitzen Sie garantiert in der ersten Reihe. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig. Tschüss.